Das Haus in den Wäldern. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo das jetzt wieder hingeht. Come on! We're so close! I can feel it! Okay, ist das jetzt ein Flashback? Wo sind wir? Und wer sind wir? Hey, I think I found something! I see a light! Matthias! Call him! Let him know we found something! Oh nein. Ich glaube, jetzt haben wir das Artefakt gefunden. Hey, it's getting brighter! Oh no. Oh no. Wait a minute! What's that noise? Wie? Mörderer? Ich bin doch kein Mörder. Also. Goodness. How long have I been asleep? Sind wir eigentlich immer noch Roberto? Ah, my head. My head. It's not good. Aber wir haben einen nice Mantel an, so wie es aussieht. Wo sind wir? Wer sind wir? Und ich habe ein leeres Inventar. Das spricht auf jeden Fall nicht für mich. Oh, hier muss ich irgendwas eindüdeln. Lieber Christopher, alle Dorfbewohner sollen sich heute Abend um 19 Uhr in der Kapelle einfinden. Wir müssen darüber sprechen, was in der Mine passiert ist. Über diese Sphäre. Bringen Sie bitte mit. Matthias. Another meeting at the chapel this evening. Okay, wir sind jetzt How Christopher. Curious. I don't recall anything about this sphere I'm supposed to bring along. Okay, also, wir spielen jetzt anscheinend Flashback Christopher. Und haben jetzt da so eine Sphäre gefunden, die wir mitbringen sollen. Wo wir aber nicht wissen, wo diese ist. Okay. Also suchen wir jetzt in jeder Schublade mal nach, wo wir diese eventuelle Sphäre hingelegt haben. Also ist jetzt quasi jetzt wirklich der Storygang. Speicherstand gefunden. Der Storystrang im Prinzip von dem Typen, der den Heiligen Pfad erfunden hat. Oder die Sekte. Gut. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Aber wir werden herausfinden, was uns jetzt da gleich passiert. Was wir ja wissen, wir sind als Christopher erstochen worden. Wahrscheinlich von jemand anderem. Obwohl nur die Fingerabdrücke von uns selber dabei waren. Also sprich... Well, if I do have this sphere, I suppose it would be in my office. Ja. Was? Was war das? Können wir bitte die Musik ausmachen? Ich bin gut in Terres Trias angekommen. Wir haben bereits ein paar Treffen abgehalten. Die Arbeiter scheinen gute Leute zu sein. Die Einrichtung ist einfach, aber gemütlich. Neben den Unterkünften verfügt das Dorf über eine Verwaltungskabine, eine kleine Kapelle und sogar eine Bar, in der die Arbeiter sich treffen und ihre Zeit außerhalb der Mine verbringen können. Aber ich schweife ab. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir gut geht. Hier ist alles unter Kontrolle. Mir ist klar geworden, dass es keinen Grund gibt, Angst vor der Zukunft zu haben. Meine Suche wird erfolgreich sein. Christoph. Okay. Aber einen schönen Brief geschrieben? An wen? Wissen wir nicht. Hm. Why are all of my drinking glasses lying about? Hm. Ja. Why they are lying da? Also, warum hast du die da hingepackt? Saven wir mal erstmal, bevor wir wieder irgendwo anders sterben. Man weiß ja nie. Also, hier gibt es anscheinend diese Schlösser, die einen separaten Schließmechanismus haben und wir aber nicht den passenden Schlüssel bis dato dazu haben. Was mich ein bisschen ärgert. Aber was willst du machen? Was willst du machen, ne? Die gute Jugend? Da kannst du nix. Das geht so nicht. Das klappt so nicht. So. Damn.
No matter how hard I try, I can never seem to keep this part of the house clean. Ja, da geht's ja ins Badezimmer, okay. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das nach draußen geht. Warum ist deine Wanne blutverschmiert? Dein Waschbecken genauso? Da ist ein Schlüssel. Why do I always leave you here? Ja. Also, warum lässt man einen Küchenschlüssel? Badezimmerschränkchen. So, ich bin jetzt verführt, wie Stevie, zu sagen einfach, wir nehmen eine Bad. Ja, Horrorgame, wenn du ein Bad nehmen kannst, der Stevie ist dabei. Und wir auch. Strange. I must have taken a fall out on the trail. That would explain the headache. Okay, wir nehmen kein Bad. Wir lassen uns einfach nur erklären, warum, wieso, weshalb wir so eine Schmerzen haben. Weil wir angeblich gestürzt sind. Angeblich. Was war das? Und wo kam das? Aus der Küche? Ich hoffe nicht. Also, wer von euch wirklich zu Hause, egal ob Haus oder Wohnung, schließt denn bitte Türen ab? Also, außer die Haustür vielleicht, aber innerhalb des Hauses? Also, ich selbst würde meine Küche nicht abschließen. Weil, warum? Macht für mich keinen Sinn. So wie Büroschlüssel. Okay, wir haben unseren Büroschlüssel gefunden. Genauso wie, dass ich eben halt Schlüssel nicht von anderen Zimmern irgendwo in anderen Zimmern verstecke. Warum? Also wenn ich in meiner Wohnung bin, bin ich doch wieder alleine? Oder halt mit jemandem, der aber in alle Zimmer darf. Also warum sollte ich... Wir ignorieren die Türen, die gerade selbstständig zugehen, und gehen einfach in unser Büro rein. Das interessiert uns nicht. No sphere anywhere in sight. Perhaps I should check if I locked it away in the gun cabinet at the bottom of the stairs. Klar. Wir verstecken das einfach unter unserer... unter der Treppe. Was haben wir denn hier? Eieiei, unser Tagebuch. 2. Juni 1920. Die historischen Aufzeichnungen dieser Gegend scheinen die Existenz verschiedener Anomalien zu bestätigen, die viele als übernatürlich interpretiert haben. Keiner dieser Berichte kann jedoch den Beweis dafür liefern, dass die Ursache dafür sein könnte. Die Tage vergehen und die Männer werden immer müder von unseren Bemühungen. Aber lass mich das eine sagen. Ich werde die Quelle dieser Macht finden, koste es, was es wolle. 25. Juli 1920. Ich habe festgestellt, dass die Bewohner von Tres Hellas sehr religiös sind. Sie haben ihre Ängste und Sorgen zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in das Göttliche einmischen und dafür bestraft werden. Sie befürchten, dass der Allmächtige uns alle dem Tod übereignet, wenn wir die Macht aufdecken, die unter diesem Boden schlummert. Was für ein Blödsinn. Wenn meine Pläne in Erfüllung gehen, könne es nicht einmal die Götter selbst mit uns aufnehmen. Okay. 15. August 1920. Ich habe endlich einen Prototypen des neuen Schließmechanismus fertiggestellt, den ich entworfen habe. Der Schlüssel selbst ist statisch, aber seine zusätzlichen Teile sind völlig modular. Um ihn zu benutzen, muss man alle Symbole auf dem Schlüssel mit dem entsprechenden Symbol auf dem Schloss ausrichten. Es müssen höchstens 4 Symbole übereinstimmen, damit der Schlüssel richtig funktioniert. Manche Schlösser benötigen jedoch weniger. Es ist eigentlich ganz einfach. Je höher die Anzahl der geforderten Symbole, desto wichtiger ist der Inhalt. 25. August 1920. Ich habe eine Art pseudo-sicheren Mechanismus entwickelt. In Zukunft möchte ich damit das Denken und die Intelligenz potenzieller Nachfolgerinnen und Nachfolger testen und analysieren, falls ich vorzeitig sterben sollte. Die Teile des modularen Schlüssels bleiben im Inneren des Mechanismus verborgen, bis der passende Kandidat auftaucht. 10. September 1920. Wir sind ganz nah. Die Luft in der Mine fühlt sich an, als sei sie mit einer unbeschreiblichen Energie gesättigt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Männer sind erschöpft, aber ich habe befohlen, die Ausgrabung ohne Pause fortzusetzen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Es ist mir egal, ob sie vor Erschöpfung umkippen. Nichts kann mich aufhalten. Ich will es haben. Um jeden Preis. Um jeden Preis! Okay, gut. Er will es haben? Um jeden Preis. Also, er geht da wahrscheinlich auch, obwohl in der Prophezeiung ja was anderes steht, da dann auch Leichen oder so. Ne? Also, wenn er schreibt, um jeden Preis, dann wird das halt um jeden Preis so sein bei ihm.
fehlt aber noch ein mysteriöses Teil fehlt mir aber noch. Hier haben wir ja dann anscheinend leider nicht das, was wir gesucht haben. Jetzt suchen wir, wenn wir noch den Hinweis bekommen, unter der Treppe scheint ja auch nochmal eine Kammer zu sein. Oder auch nicht. Warte mal, jetzt haben wir aber, glaube ich, jetzt glaube ich, weiß ich, was ich machen muss. Also wir haben Omega, wir haben einen W und wir haben Y mit Dix. Also Omega, Y und W. Damn, nothing. At least my revolver is still here. Well, the lockbox on my desk is the last place I can think to check. Oh, wir haben Metallstück Nummer 4 und wir nehmen den Revolver. Warum nehmen wir denn nicht die anderen Waffen? Also, ich würde gerne die Pistole auch noch nehmen. Und die Schrotflinte. Bin ich ganz ehrlich. Das sah vorher nicht so aus. Das sah vorher nicht so aus. Auf gar keinen Fall. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Gut. Wir können den da kombinieren und jetzt können wir nach oben gehen. An diese Lockbox von seinem Zimmer. Kriegen wir da Munition her und so? Also hier. So, wir haben hier ein X, ein Alpha, ein W und einen K. Okay. Einen X, ein Alpha, ein W und die Ks. Okay, cool, 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 cool. Wir haben das ominöse Sphäre gefunden. What is his power? Das geht doch nicht gut aus, oder? It must be what they want to talk about. I have to get to the chapel. Shit, yeah. Es wird immer schlimmer, Freunde. Dann ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt hier ist, so, wo ich sage, jo, easy. Sondern eher so, nee, nicht so easy. Okay, gibt es denn noch irgendwelche anderen Schränke, Räume, die diesen Verschluss haben? Das wäre nice. Aber gut, dann gehen wir Richtung Badezimmer nochmal. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen Richtung Haustür. Weil wir sollen ja in die Church. Oder in die Kapelle. Der große Saal. Wann? Wie? Was? Oh. Waren wir das jetzt? Oh ja. Das sind wir. Wir haben nur noch 7 Schuss. Wir sind in der ersten Etage angekommen. Wir sind wieder Roberto. Hello? Is anybody here? Wir sind wieder Roberto. Neuer Apparat. Gott, was ist denn hier los? Also ich traue ihm hier überhaupt noch 0. 0,0. Bin ich ehrlich? This is disgusting. Yeah. What the hell happened here? Das ist eine gute Frage. Es sieht... Gott! Ist das... Kommen auch noch Viecher raus? Alter! Da kommt aber bestimmt jetzt so eine Spinne oder so raus, oder? Hallo? Nein, 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 nein.
Also ich bin ehrlich, wäre ich jetzt, Roberto? Würde ich meine Beine in die Hand nehmen und ganz flotti Karotti den Weg nach draußen suchen. Willst du mich veräppeln, Alter? Wie viel frisst du? Ich habe keine Munition mehr, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Das wird nicht gut aussehen. Bin ich ehrlich. Aber wir können hier runter. Das finde ich nice, dass wir hier runter können. Da ist wieder Hasi. Aha. Hasi, ich habe dich entdeckt. Ich würde gerne da hinten hin, weil hinter dieser Tür oder hinter dieser Tür befindet sich potenziell der Ausgang. Das Telefon ist mir egal. Es klingelt ein Telefon. Munition. Wer bietet denn hier wen an? Was ist das denn? 1920, 1945, 1918. Leben und Tod des Christophers. 1920, 1945, 1918? Ziemlich ver... Äbeln? Wo sind die ganzen Waffen hin? Wer hat die genommen? Nein, ich will da nicht hin. Ich will hier raus. Ich will einfach nur hier raus. Okay, dann gucken wir uns doch mal an. Bibliotheca. Hören wir mal rein. Hello? Stephanie? Yes, you made it. Listen, I have to be quick. You need to... Stop! I came this close to being killed by some kind of giant monster with a fucking claw for a hand. Tell me what the hell is going on right now. I don't have time to explain everything to you right now, Roberto. He'll be back any minute. Now listen, we need to meet in person. In the library on the first floor, there's a safe. You should be able to find the combination to it somewhere in the library itself. Once you unlock the safe, there should be a map inside showing a secret passage you can use to reach the 8th floor. That should be the safest way. I'll be waiting for you there. Oh, really? And why exactly should I trust you? Roberto, just... No! I'm done listening to your bullshit! All your advice ever did for me was get me stuck inside this godforsaken hotel with monsters that are trying to fucking kill me! I want answers right now! Why is this happening? Why am I here? Look, I don't understand why or how you ended up here any more than you do, but that doesn't change anything. If you want to get out of here and help put a stop to all this madness, you don't have any other choice but to trust me. Please, Roberto. Please. Fuck. All right, fine. Just tell me what I need to do. I have to go. Just meet me on the 8th floor. We can talk more there. Son of a bitch. Could she be any less helpful? Okay, I just need to focus on making it out of this hellhole alive. People need to know about the shit that's going on in here. Right now, Stephanie seems like the only help I'm going to get. Gotta make it to the 8th floor. Genau. Ganz ehrlich, wir gehen jetzt in die Bibliothek, machen dann Safe auf mit der Kombi, die wir nicht wissen, weil wir die in der Bibliothek finden. Damit können wir dann wiederum nach oben in die 8. Etage. Alter, es ist am sichersten laut Stephanie, aber es macht doch gar keinen Sinn. Können wir nicht einfach hier diese Tür auf, raus, gut ist? Nein. Wir müssen jetzt erstmal in die Bibliotheca und da den Safe öffnen. Ja, da versteckt es. I don't know. Wir können aber auch nirgendwo anders hin, ne? Also wir können hier nicht raus, einfach ja. Ja und ja. Aber wir finden zumindest ein paar Patronen. Das finde ich gut. Finde ich gut. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr Patronen.
würde ich besser finden. Aber wir speichern erstmal. Vorsichtshalber. So, weil wir ja natürlich nicht wissen, ne? Wenn wir nicht speichern, dann landen wir auf einmal ganz woanders. Und zwar da, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Aktiv. Was dann, je nachdem, länger her sein kann. Und das möchten wir nicht. So, wie, wo ist die Bibliothek? Okay. Da wird uns jetzt bestimmt gleich jemand überraschen. Jetzt überrascht keiner. Lol. Okay. Bin ich jetzt nicht so traurig drüber? Was ist denn das für ein Schloss? Warum? Also, warum? Also, wir probieren mal noch was aus. 30 rechts. 10 links. 5 rechts. Das war nicht der richtige Code. Schade. Achso, ist das der Code, den wir vielleicht finden sollen? In der La Bibliotheca? Maybe. Maybe. Oder auch nicht. Alter, ich habe mir gerade fast ins Hemd gemacht, aber so richtig böse. Also. So, ne? So. Schon so fies. Ah, schau mal an. 32, 16, 14. Ich gehe mal von aus, 32 rechts, 16 links und 4 rechts. Da wäre jetzt meine Vermutung. Ich gehe jetzt nicht von aus, dass das... Doch, das könnte das sein. 32 rechts, 16 links und... Nice! Hat hingehauen. Löse zuerst den Würfel in diesem Safe. Auf diese Weise erhältst du Teile eines modularen Schlüssels. Mit diesem Schlüssel kannst du Türen und spezielle Kisten öffnen, auf denen sich dieselben Symbole befinden wie auf dem Schlüssel. Es gibt einen alten Gang durch Raum 709. Du musst eine Möglichkeit finden, dorthin zu gelangen. Huh, never seen a key like this before. Looks like it might open those weird locks I've seen around the hotel. Ach du. Kacke. Na, das könnte jetzt ein Spaß werden, da Rätsel, Würfel zu Shotgun Shells zu finden. Also Shotgun Shells zu finden, finde ich sehr, sehr nice. Wenn wir jetzt dazu auch noch die passende Shotgun finden. Dann wäre ich... Dann, Freunde, dann bin ich richtig, beruhigt. So, okay. Wir gucken mal, wie wir jetzt, den mit den kombinieren und den jetzt verwenden. Okay. Ist das so? Ja. Ja. Ficker. So, okay. Das dürfte es jetzt gewesen sein, richtig? Richtig. Okay, damit haben wir jetzt zumindest schon mal ein Metallstück. Sehr gut. Jetzt kommt das nächste Rätsel. Was? Oh Gott! 6369. 12, 45, 78, 1101. 2011.
Wie jetzt? Warte mal kurz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Dann haben wir 3, 6, 9. Okay. Inventar voll. Gibt's hier irgendwo eine Kiste? Warte mal, ich kann noch was kombinieren, oder? Ja. Pass mal auf, ich kann noch das da kombinieren mit dem da und das da kombinieren mit dem da. Sehr gut. Und dann kann ich doch das da kombinieren mit dem da. Sehr gut. Und jetzt kann ich doch das da wieder verwenden. Ne? Richtig, richtig. So, damit haben wir schon mal Metallstück Nummer 2. Okay. Okay. Hä? Okay, dafür brauche ich nur die 2. Das heißt, ich kann X und Alpha verwenden. X, Alpha. Sehr, sehr, sehr gut. Salariona. Tagungsraum 2. Tagungsraum 2? War der nicht in der 7. Etage? So, und dann würde ich doch mal jetzt nach oben gehen in den Tagesraum Nummer 2. So, wie bei fast jedem Horror-Game, ähnlich wie bei Resident Evil, sind die Wege natürlich länger. Ja, um euch natürlich diese Wege ein wenig zu ersparen, sind wir natürlich jetzt hier in Raum Nummer 2. Angekommen. So, falscher Schlüssel. Jetzt sind wir hier. Ich kann ihn nicht verwenden. Ist doch Messinaro 2. Zwischengeschoss 2. Hä? Ich dachte, wir müssen hier hin wegen dem Schlüssel. Weil hier macht ja gar keinen Sinn, oder? Öffnet den Tagungsraum Nummer 2 in der 1. Etage. Okay. Bestimmt haben die Leute schon wieder in die Kommentare geschrieben, Benny, du bist so fucking lost. Du musst in der 1. Etage bleiben. Du musst gar nicht in die 7. wieder hoch. Also wieder runter in die 1. So, nachdem ich ein bisschen planlos war und jetzt in der 7. war, obwohl ich ja anscheinend in den Tagungsraum Nummer 2 in der 1. Etage muss, steht das sogar drin, ne? Wollte ich einfach mal ein bisschen noch spazieren gehen. Was? So, Raum Nummer 2. Wo soll denn jetzt bitte Tagesraum Nummer 2 sein? Ich bin ehrlich, diese fiesen Leute. Ich verwende einmal mal so ein Heilungs-Medi-Kit. Auf volle Möhre. Konferenz. Okay. Alter, diese Viecher. Mach ihn kaputt. Richtig kaputt. Junge. Oh, scheiß Viech, ey. Mann. Ich sag ganz ehrlich, da ist mir ganz kurz das Herz in die sonst wohin gerutscht. Nur nicht da, wo es hinrutschen sollte.
Oh. Meine Güte, das war jetzt gerade aber... Uhu. Okay. Tagesraum Nummer 2. Da haben wir auch erstmal wieder Hasi. Hasi. Hallo. Na? Sind wir anscheinend auf dem richtigen Weg? Alter. Aber effektiv. Muss man ja mal sagen. So, wir nehmen wieder uns so einen schönen Gegenstand, damit wir unsere Waffen und sonstigen Sachen wieder verbessern könnten. Wir können in Nummer 3. Wir können uns wieder eine Kassette anhören. Okay, dann hören wir uns doch als allererstes mal nicht die Kassette an, weil, so clever wie der Benny war, hat er die Kassette natürlich, oder den Kassettenrekorder, in die Kiste gepackt. Und jetzt gehen wir dahin, wo der Benny so... so eine Kiste hätte. So, fick, da hinten stehen wir. Okay, ich habe ihn auf mich aufmerksam gemacht. Als ob ich ihn jetzt mit zwei Schüssen weggemacht habe. Alter. Das nenne ich mal... gekonnt. Und gekonnt. Oder gekonnt ausgewichen, Freunde. Gekonnt ausgewichen. Na, das kannst du nicht, wa? Lecco mio. Alter. Der hat mich jetzt aber, bin ich auch ehrlich, überrascht. Und zwar... Nicht gut überrascht. Also... Der hat... Dieser Jumpscare hatte das so leicht in sich für mich. So. Wir gehen jetzt dahin, wo eine Kiste ist. Und ich glaube, hier war eine Kiste für uns drinne. Bin ich der Meinung? Ja, genau. Weil wir haben ja noch den Kassettenrekorder. Den holen wir uns erstmal wieder zurück. Und kombinieren jetzt den mit dem. Den packen wir zurück. Und das hören wir uns gleich an. Aber vorher kombinieren wir noch den mit dem. Sehr gut. Und holen uns hier noch eine zurück, damit wir hier den und den kombinieren. Finde ich sehr gut. So, und jetzt hören wir uns die Kassette an. While Piper and I were making our daily rounds, we were attacked by some huge monster. It was horrible. It looked like some kind of giant, ferocious spider or something. The fucking thing ambushed us while we were checking out the conference room. I didn't see exactly what happened, but I know that thing definitely got hold of Piper for a second. There was so much blood. We managed to get out and lock the monster inside. The only problem is, Piva said he dropped one of our lockboxes inside when it grabbed him. If the damn monster sticks around, I have no idea how we're gonna get it back. Piva took off with the key as soon as we got out. I assume he probably fled to the third floor to look for some first aid. Not sure how much that's going to help him, though. His wounds, he was completely torn to shreds. I'm still down here, hiding. It's been about 2 hours now. I hope Piva's okay. Oh God. No sign of whoever left this tape down here. I should try to get to the third floor. If they made it out, they might still be there. Ja, genau. Deswegen gehen wir jetzt in den in die dritte Etage. Ist klar. Safe. Also, weil wir haben ja nichts Besseres zu tun, gehen wir in die dritte Etage. Das machen wir. Das ist jetzt unsere To-Do. Aber, ich würde vorher gerne
Einfach aus Sicherheitsgründen würde ich gerne vorher nochmal speichern. Ich bin ehrlich. Ich würde gerne... Nochmal speichern, was ich nicht kann. Lol. Ich habe den Code übrigens nie hier hinten ausprobiert. Bei dem anderen Ding, wa? So, das war 32... 16... 32, 16, 4. Genau. Also. 32, 16, 4? Nope. Leider, it is not this combination. Wir können hier auf jeden Fall nicht speichern. Das ist nicht so gut. Ich würde gerne vorher, wie gesagt, saven. Gerne. Deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz nach unten. Holen erstmal nochmal die Pistole raus. Und wir gucken, ob wir unten saven konnten. Weil ich bin ehrlich, nachdem ich einmal gestorben bin und echt eine Menge abarbeiten musste, um wieder dahin zu kommen, wo ich war. Save ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Deswegen saven wir.